Hallo liebe Motorfans, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem neuen Unboxing-Video mit einem kleinen Intro-Experiment. Ihr habt es ja schon gesehen. Und ich weiß nicht, ob es euch gefällt, ob es euch zu lang ist. Äh, man, es ist ein kleines Experiment. Ja. Aber Nichtsdestotrotz, darum soll es ja heute nicht gehen. Ihr könnt trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt. Und es ist auch alles noch so in einem Experimentierstadium. Also schauen wir mal. <laughs> heute geht es um den Battle Armor He-Man. Das hier ist die richtig schöne Karte als Exclusive. Hier bei den Origins erschienen. Also die Cardback Illustration ist wieder einmal Bombe. Einfach nur krass. Hier kämpfen Man at Arms und Battle Armor He-Man gemeinsam gegen Merman. Der arme Kerl. Jedenfalls, äh, hier sind natürlich noch weitere Figuren beworben. Und da haben wir dann äh, Battle Armor She-Ra, Roboto, ist, ist natürlich auch schon rausgekommen. Battle Armor Skeletor, den haben wir übrigens auch noch, kommt auch noch. Wir haben Merman, Zodek, clam Clamchamp haben wir natürlich noch nicht. Und Pantor, den verschiedene Leute auch schon bekommen haben, der liegt uns zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos hier noch nicht vor. Hier werden dann so die Funktionen erklärt. Hier. Aber die können wir uns natürlich als alte Recken äh, sparen, denn wir kennen ja die Funktionen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, packen wir das Ding einfach mal aus. So. Fangen wir mal mit der Figur an. Natürlich hat diese ein Action-Feature. Wir sehen es hier. Er hat keinen Hüftschwung. Brauche auch nicht, meiner Meinung nach. Dann hat er natürlich das Feature von damals, also sprich diesen Zaubereffekt, den Schrammen Effekt. Und dieser lässt sich natürlich auch entsprechend je nachdem was man da haben möchte, wieder zurückmachen. Ich bleibe hier bei dem Standard weil ich diesen Damage-Effekt einfach nicht brauche, aber das kann ja jeder so hinstellen, wie er möchte, das ist ja das Coole daran. Natürlich sind die restlichen Gelenke wie gehabt, ich glaube, das braucht man dann nicht mehr großartig beleuchten. Bis auf hier sind die Arme nicht entfernbar, das heißt also die äh, Funktion mit dem Tauschen, das funktioniert hier leider nicht. Der Rest schon, ihr könnt hier. Das Bein abmachen, also den Fuß abmachen und ihn dann mit irgendwelchen anderen Figuren tauschen. Ich muss ab und zu mal hier hingucken, weil ich habe hier den Bildschirm, dass ich äh, das auch vernünftig sehe. weiß nicht, ob man hier, das sieht nicht so aus, als könnte man es, ich, ich werde es jetzt gar nicht probieren, ob man ihn an der Hüfte hier dann auch noch auseinandernehmen kann. Es sieht nicht so aus. Nee, da müsste ich mir noch mal andere Reviews angucken. Ich will ihn mir ja nicht wirklich absichtlich kaputt machen. So, auch natürlich bei den Armen alle Gelenke vorhanden. Und leider, 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 ich muss es euch mal hier zeigen. Das hier finde ich ultra hässlich. Also, wer bei den Classics schon gemeckert hat, der wird hier dann äh, umso mehr Gründe haben. Um zu fluchen, weil das sieht nicht schön aus, um es mal so zu formulieren. Also, da äh, muss ich leider, leider sagen: ah, ah, Das sieht nicht schön aus. Etwas weiteres, was ich ebenso kritisiere, sind hier oben diese Stifte, die zu sehen sind, wegen den Gelenken, beziehungsweise hier die Löcher, und das sieht ebenfalls nicht schön aus nein das hat man bei den classics besser gelöst und äh, nein das wird natürlich kein origins bashing nur ich gehe darauf ein auf die guten sachen und die schlechten sachen äh, dafür ist so ein review nun mal da so ähm, der kopf ist super bemalt ich finde ihn gar nicht schlecht als neuen Kopf. Ein bisschen mehr Akzentuierung so in den Haaren. Das hätte man schon machen können. Weil ich habe den äh, regulären Battle Armor, also den Vintage Battle Armor He-Man schon neben dieser Figur hier gesehen. Der Vintage ist besser. Muss ich leider sagen. In fast jeglicherlei Hinsicht. Und vor allen Dingen hat der dann natürlich auch noch. Nostalgie dahinter, aber die wollen sich ja auch nicht hier konkurrieren, also gegeneinander antreten. Naja, so. Und nach diesen paar Wortfindungsstörungen gucken wir uns noch mal gleichzeitig auch das Zubehör an. Ja, ein Halbschwert brauche ich nicht. So. Dieses ist nur für eins gut, zumindest für mich, dass ich hier hinten das Schwert, das ist eine sehr coole Neuerung, dass man hier diese Schwerthalterung hat. Und da kann ich das Schwert zumindest wenigstens so rein tun, dass es einigermaßen von vorne wie ein normales Schwert aussieht. Nee, ja, da bin ich leider doch immer noch ein bisschen enttäuscht. Wir können natürlich wie auch immer also wie immer die Hände entfernen. Hier haben wir hier eine offene Hand. Das Schöne ist, er hat eine Wechselhand dabei, wie vorhin schon gezeigt. Und diese hat dann ebenfalls die Greifhand. So, und dann könnte man zum Beispiel das Zauberschwert und die Axt gleichzeitig in die Hände tun. Hier haben wir die Axt. Diese ist wunderbar nicht detailliert, hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Schade, das ist ein bisschen zu steril, meiner Meinung nach. Es erfüllt seinen Zweck, aber es ist ein bisschen zu steril. Was ich aber wirklich positiv sagen muss, war, dass auf den Bildern, den ersten Bildern, die ich gesehen habe, waren mir die Schultern einfach ein bisschen zu weit auseinander. So. Aber äh, es ist mal wieder, warte ab, bis du die Figur hast. Dann kannst du besser urteilen. Und äh, das ist auch dieses Mal hier der Fall. So finde ich es gar nicht schlecht. So finde ich es wirklich nicht schlecht. Und äh, es kommt nicht so massiv rüber. Vielleicht doch ein bisschen zu weit auseinander. Aber gut, ähm, wie gesagt, so sehr stört es nicht. Ist in Ordnung. Ja, dann... Zu dem Vintage-Kopf kommen wir gleich. Machen wir erst einmal das hier mit dem Verwandlungseffekt. Hier kann das Schwert einfach reingesteckt werden. Von den Proportionen her dürfte auch das Doppelschwert, also das normale Zauberschwert, auf jeden Fall passen. Es ist sogar für beide ausgelegt. Also wenn man das hier sieht. Es ist so gut vorgefertigt, dass das sehr gut da reinpasst. Und wie ihr hier seht, es genügend Platz. Also, wenn ihr dann die Schwerthälften vereinen würdet oder ihr nehmt einfach das normale Schwert, dann passt das da auf jeden Fall rein. Ja, dann haben wir natürlich noch den Wechselkopf. So, machen wir erstmal die Axt zur Seite. Zack. Das geht wunderbar ab. Und dann haben wir hier den Vintage-Kopf, der mir doch einigermaßen besser gefällt, weil niemand hier einfach nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern weil er auch einfach, er guckt einfach ernster. So. Auch hier, ja, in den Haaren einfach ein bisschen, ein ganz klein bisschen mehr Akzentuierung Wäre schön gewesen. Irgendein Wash oder sowas, das wäre echt wirklich ratsam. Aber das richtig Tolle ist, dass dieser Kopf hier, möglicherweise auch der andere, habe ich jetzt nicht probiert, wird aber wahrscheinlich gehen, sehr cool nach oben und unten gucken kann. Natürlich, klar, könnt ihr auch äh, zur Seite gucken, 360 Grad um sich selbst drehbar. Aber, und den Effekt habe ich bisher noch nirgendwo gesehen, man kann den Kopf sogar zur Seite machen. Das ist mal was, das, das finde ich sogar gar nicht so schlecht. Dann kann nämlich zum Beispiel he so gucken. Ja, oder zur anderen Seite. Ne? Er kann auch ziemlich gut nach oben gucken. Das heißt, wenn Skeletor mit dem Roton angreift, dann ist er schon gewappnet, weil er ihn kommen sieht. Ja, so, das ist der Battle Armor he -Man. Die Funktion ist gegeben, da ist überhaupt nichts dran zu meckern. Ich finde die Austauschplatten immer noch besser. Ich bin da einfach zu sehr Realist. Schön, dass es da ist. Für diejenigen, die das, die diese Figuren ihren Kindern geben, die werden daran ihre helle Freude haben. Ich persönlich bin mit den Platten, die ich bei den Classics habe, voll zufrieden. denn ich bin da ganz ehrlich, ich stelle mir die Figuren in die Vitrine. Ich probiere es jetzt hier so einmal aus. Und dann äh, ist der Gag auch schon weg. He-Man kann das Schwert nicht hundertprozentig gerade in die Höhe strecken. Das ist etwas, was der Film Menschen He-Man doch diesen so ziemlich fast allen Figuren voraus hat. So, der ultimative Tragetest, weil das doch schon ein Mordsgewicht ist. Er bleibt stehen, wie ihr seht, aber... Okay. Ja, er bleibt stehen. Das ist okay. Also das ist top. Hier sieht man es auch da wird erklärt, dass halt das Schwert in diesem Magieeffekt gesteckt werden kann, dann, dass man die Schwerter zusammenklicken kann, ja und äh, diese auch beide dort reinstecken kann, ja und hier haben wir das Schwert vom regulären He-Man. und was sehen wir? Wir haben nicht nur einen leichten Farbunterschied zumindest bei meinen, sondern ja, man kann sie nicht zusammenpacken. Ja, das ist doch ein bisschen doof. Klar, man kann es mit Skeletor vereinen, das ist dafür natürlich auch irgendwo gedacht aber was wäre das problem gewesen dass wenn ich schon kein normales schwert habe in diesem fall hier was auch nur ein reiner repaint ist also beziehungsweise es ist das gleiche schwert und äh, ihr seht es nicht ich habe ja jetzt hier diesen strahler hier äh, dass dieses hier ein bisschen durchsichtig ist äh, nicht durchsichtig ist dieses hier allerdings schon vom regulären nehmen also ähm, nee Ganz ehrlich, das enttäuscht mich sehr, denn da hätte man Skeletors-Schwert nochmal nehmen können, in Silber gießen. Man hat die Formen schon und hätte es beilegen können, dass man zumindest wenigstens dann diese Schwerter hätte zusammen machen können. Äh, nee, da bin ich nicht so glücklich drüber. Gut, kann man jetzt leider nicht ändern. Es ist so, ich hätte es euch auch gerne vorgeführt mit zwei. Schwertern Mini-Comic dabei. Also mir gefällt es sehr gut. Auch hier werden hinten wieder Figuren beworben. Und wir haben hier scheinbar auch mal ein paar mehr Seiten. Jetzt ist natürlich, da wir auch hier wieder keine Sprechblasen haben, ich zeige euch das mini -Comic trotzdem. Wieder schwierig zu sagen, worum geht's denn da überhaupt? Ja, und dann die letzte Seite. Damit möchte ich euch aus diesem Video erst einmal entlassen. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.